Hey everybody, welcome to Contemporary Brass Music. My name is Manuel Hillecke and on today's CBM episode we are going to talk about why you can't play high notes on the trumpet. By the way, this is an experimental video. I have created subtitles to an older German video of mine for an international audience. You can activate them in the bottom right hand corner of this video. Here we go. Also, zunächst mal ist das ein verflucht komplexes Thema, was ich natürlich nicht in 5 Minuten einfach so mal dahinschmieren kann, ja? Sondern das ist halt ein allumfassendes Blechbläsertechnik-Thema. Das heißt, ich brauche bestimmte Voraussetzungen. Mein Körper muss einfach bezüglich der Blechbläsertechnik funktionieren. Also einatmen, ausatmen, Luftführung, Stimmbänder, Zungenposition, Verhältnis, Kraft, Luft, Lippe etc. 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 Das sind alles Dinge, die sich darauf auswirken. Aber der Hauptgrund, wieso man nicht hochspielen kann, ist, dass man mit einer falschen Zungenposition arbeitet. Dazu gleich mehr. Natürlich ist es so, dass wenn ich die richtige Tonvorstellung habe und ich intuitiv mit meinem Körper gut umgehen kann, dann kann es sein, dass ich mir das von alleine erschließen kann. Das nennt man dann Talent oder Glück. Viele können das. Die wissen gar nicht so genau, was sie da machen, wenn sie in der Höhe spielen, sondern sie arbeiten intuitiv. Übrigens, die meisten Blechbläser machen das. Das heißt, wenn das jemand kann, dann ist das wunderbar, dann sage ich herzlichen Glückwunsch. Nur das hilft natürlich allen anderen, die intuitiv, auch mit dieser bestimmten Tonvorstellung dann, nicht weiterkommen, denen hilft das natürlich überhaupt nicht, sondern denen muss ich irgendwas an die Hand geben, was sie nachmachen können. Ja? Das möchte ich euch heute mal genau erklären. Die Trompete ist eben kein Instrument, was mit Kraft funktioniert, sondern ein Instrument, was mit Geschicklichkeit funktioniert. Und die Zungenposition ist da ein ganz entscheidender Faktor. Ich mache euch jetzt mal vor, wie das klingt, wenn man mit der falschen Zungenposition spielt und wenn man dann einfach nicht nach oben kommt. Ihr merkt, ja, ich werde lauter, aber ich werde nicht höher. So. Das hört ihr ja ganz oft bei Anfängern oder wenn Trompeter dann unbedingt in die Höhe wollen, dann stochern sie immer weiter nach, aber sie kriegen einfach nicht den nächsten Ton. Ja, und das klingt dann auch natürlich dann ein bisschen verzweifelt und es geht einfach nicht. Ja? So, aber die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Ihr müsst nämlich Zugriff auf euren Zungenrücken erhalten, um somit mit der richtigen Zungenposition zu spielen. Und das ist die sogenannte J-Position. So, ihr seht, das fühlt sich gar nicht so schwierig an. Das ist für mich sogar in diesem Augenblick auch nicht anstrengend, sondern ich habe einfach gelernt, meinen Zungenrücken richtig einzusetzen. Und somit den Druck zu regulieren. Denn die Zunge, das ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt, hat 2 Aufgaben. Die erste Aufgabe ist die Artikulation. Damit habt ihr euch schon viel in eurem Leben beschäftigt. Ja? Anstoßtechnik hier, Phrasierung dort, alles wunderbar. Aber die zweite Aufgabe, die wird halt oft sträflich vernachlässigt. Und das ist nämlich die Tonhöhenregulierung, die Druckregulierung. Und da gibt es sehr gewinnbringende Übungen, die euch befähigen, direkt auf den Zungenrücken zuzugreifen und eben in diese J-Position zu kommen und nicht die ganze Zeit auf der A-Position zu spielen, also dass die Zunge sehr weit hinten ist. Und diese Übungen sind zum Beispiel Legato spielen, viel Legato springen. Und zwar nicht nur Schritte, sondern auch Sprünge, ja? Also größere Intervalle. Töne treiben, ganz wichtiges Thema. Mundstück-Glissandi. Pfeifen ist wunderbar geeignet, weil es eine Parallele darstellt zur Tonhöhenveränderung auf der Trompete. Weitere Tools können sein, Didgeridoo spielen, weil es auch die Zungenposition formt, aber auch zum Beispiel Mundhöhlentöne spielen oder Zirkulatmen können euch helfen, die Zunge kennenzulernen. Zu all diesen Übungen gibt es haufenweise Tutorials auf meiner Plattform Contemporary Brass Music. Das kann ich natürlich jetzt nicht im Detail besprechen. Der zweite Grund, wieso ihr in der Höhe Probleme habt, ist, dass sich die Stimmbänder verschließen. Das heißt, ihr kommt da zwar nach oben, aber irgendwann kommt eine Wand und da geht es nicht mehr weiter, weil die Luft nicht mehr fließt. Ja? Dann passiert Folgendes. Entschuldigung. So, ich habe es gerade mal vorgemacht, indem ich
komplett die Kraft gegen die Stimmbänder gerichtet habe. Ja, das ist klar. Die Luft kommt dann nicht mehr durch und dann geht halt nichts mehr. In dem Augenblick, wo das passiert, ist das Gleichgewicht der Kräfte gekippt. Ihr seid dann quasi vom Schwebebalken gefallen. Und zwar das Gleichgewicht der Kräfte, Atmung, Stimmbänder, Zunge, Luftlippe. Ja? Und das ist die größte Schwierigkeit, die es auf der Trompete überhaupt gibt, nämlich eben den Stimmbandverschluss oder die Stimmbänder zu überwinden. Da gibt es auch sehr viele Übungen zu, aber das ist noch ein komplexeres Thema als die Höhe, weil das, wie gesagt, das Hauptproblem ist, was alle Trompeter, alle Blechbläser haben. Auf der Trompete ist es besonders schwer, weil der Widerstand am größten ist. Auf der Tuba geht der Hals nicht so schnell zu, auf der Trompete in der Höhe aber schon. Das heißt, dieses Ausbalancieren der Kräfte ist im Prinzip ein übergeordnetes Thema, was halt mit Trompete spielen können zu tun hat. Das sind die zwei Hauptgründe, aber arbeitet erstmal an eurer Zungenposition. That's all for today. If you want to support my channel, please subscribe and leave a like. My homepage contemporarybrassmusic.com is currently only available in German, but I have a new international tier on my Patreon page with exclusive content in English. You will already find content there once this video goes live. You can find it on Patreon under Manuel Hilleke, Contemporary Brass Music. You can also buy my playalong book Groove Trumpet for live brass band and trumpet. It's a combination of my experience writing, playing for and leading my own New Orleans pop and rock brass band. You can either order it at your local music store or buy a digital copy via the link tree in the description box below. That's all for now. Thank you very much for watching and bearing with me. My name is Manuel Hilleke. Keep at it and don't give up. Ciao, ciao and bye-bye.